Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. Und zwar wirklich direkt am Anfang mit einem Rätsel. Ja, ja. Aber erstmal noch kurz erzählen, was im letzten Part so alles passiert ist. Wir haben nämlich sehr interessante Sachen herausgefunden. Luke, Phoenix und Sophie sind nämlich nochmal in den Gerichtssaal gegangen und haben dort bemerkt, dass unter der Feuergrube ein Geheimgang ist. Diesen Geheimgang hat dann wahrscheinlich auch Maya genommen, die wir jetzt nämlich hier auch in diesem Rätsel links oben sehen können. Und Luke, Phoenix und Sophie sitzen gerade in einer Kutsche, die von irgendeiner komischen Kutscherin gefahren wird, und in derselben Kutsche waren auch schon Luke und Layton, als sie nach Labyrinthia gebracht wurden. Werden die drei jetzt also aus Labyrinthia herausgebracht? Keine Ahnung. Und am Ende vom letzten Part ist dann auch noch eben Maya halt aufgetaucht und auch Professor Layton. Aus irgendwelchen Gründen ist er nicht mehr Gold, sondern er ist wieder da. Warum genau? Keine Ahnung, er hat es noch nicht erzählt, aber wird er dann bestimmt gleich noch machen. Aber jetzt erstmal wirklich direkt am Anfang des Parts ein Rätsel. Ich sage ja immer, dass es immer die beste Möglichkeit ist, ein Part zu beenden mit, nicht zu beenden, zu beenden auch, aber mit, zu beginnen auch mit einem Rätsel. Und genau das machen wir jetzt. Rätsel 51, Fluchtexperten für 45 Picarat. Seltsame Gestalten in Roben umkreisen das Gebiet. Mit ihren Laternen können sie drei Felder nach vorne sehen, das kennen wir schon so ähnlich. Führe Professor Layton zum unteren und Maya zum oberen Ausgang. Denke daran, dass die seltsamen Gestalten ebenfalls einen Schritt machen, wenn Maya oder der Professor sich bewegen. Bring beide zum Ziel. Berühre die Pfeile auf dem Touchscreen, um dich in die gewählte Richtung zu bewegen. Berühre den Knopf zwischen dem Pfeil, um zwischen den Figuren zu wechseln. Wechsle zwischen Maya und dem Professor und führe sie beide zu den Ausgängen. Du kannst auch Steuerkreuz-Shieldpad benutzen. Okay. Alles klärchen. Das ist ganz gut. Ich dachte schon, dass ich irgendwie beide gleichzeitig bewegen müsste, aber nee, ich muss immer nur einen von denen bewegen. Okay. Jetzt nochmal kurz mir angucken, wer muss nochmal wohin? Professor Layton zum unteren und Maya zum oberen. Okay, alles klar. Gut. Dann mache ich erstmal Layton. So. Naja, jetzt haben wir erstmal angucken, wie sie sich bewegen wieder mal. Oh, shit. Okay, der geht da gleich so entlang, das kann ich nicht wissen. Mach mal nochmal ganz neu, bitte. Okay, dann geht halt mal Layton erstmal hier so unten entlang. Warum ist eigentlich die Maya da in Gefahr? Ja, aber... Das ist ein bisschen doof. Das ist interessant, okay. Jetzt ist es bei Layton nämlich so, dass er nirgendwo mehr hingehen kann, stimmt das? Wenn ich nach oben gehe, bin ich nämlich tot und unten auch, oder? Genau. Egal, wo ich jetzt hingelaufen wäre, Layton ist hier dann immer etwas blöd dabei. Ist aber nicht schlimm, weil es kann ja jetzt Maya für ihn quasi Einzug machen. Und... Oder nicht nur eins, sondern sogar mehrere. Und jetzt kann Layton nämlich wieder was machen. Sehr gut. Okay. Ach, shit, ey. Der ist irgendwie... Der verfolgt mich ja auf Schritt und Tritt, der Arsch. Was fällt mir eigentlich ein? Was für Wege gehen jetzt hier eigentlich entlang? Jetzt dürfte ich ja hier halbwegs safe sein, oder? Ja. Okay, für Layton sieht es schon mal ganz gut aus. Finde ich. Gehen wir jetzt hier hin. Und jetzt muss ich wieder die Maya kurz wegen. Die Maya ist ja da oben safe. Da kann da gar nichts passieren. Deswegen jetzt soll sie sich wieder ein bisschen hin und her bewegen. Und ich muss mir erstmal angucken, wie der eine sich bewegt und wann er gleich umdreht. Jetzt dreht er um. Aber genau dann ist auch der eine da. Ach nee, der... Oh, was ist das eigentlich für ein Arsch, hey? Der eine, der trifft mich immer. Der geht solche blöden Wege entlang. Ja, ich muss nochmal neu starten, weil Layton ist ja eingesperrt. Mann, ey. Das ist nervig. So, aber ich fange trotzdem mal mit Layton an. Also im Prinzip muss man auch mit Layton anfangen, weil der hier in großer Gefahr schwebt. Weil der eine Arsch da direkt zu ihm hinkommt. Und Maya ist halt allerdings um relativ safe. So. Ja genau, nochmal. Okay, jetzt wieder Layton nach unten. Und erstmal vor dem Typen da abhauen. So. Am besten wäre es eigentlich, wenn Layton an... Ich mach's mal kurz auf dem Touchscreen, an diesen Ort hier hinkommen würde. Und dann sich immer die Maya hin und her bewegt, bis dann Layton da mal nach unten kommt. Das wäre eigentlich am besten, wenn ich das schaffen könnte. Das geht, glaube ich, auch. Das ist gar nicht mal so schwierig, glaube ich. Die Maya soll ich mal kurz bewegen einmal. Und nochmal. Das war jetzt schon schlecht. Mach mal einen zurück. Jetzt soll ich mal Layton nach oben bewegen. Und dem Typen jetzt folgen. Ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht um. Okay. Und dann hier nach unten. Genau. So, hier unten bleibt er jetzt erstmal. Während die Maya dafür sorgt, dass der eine Idiot sich jetzt dann gleich umdreht. Und jetzt folgt ihm der Layton. Und ist hier schon safe. So. Das Problem ist, dass es vielleicht nicht ganz so klug war, muss ich zugeben. Weil der Layton ziemlich weg ist und weil die Maya jetzt sich halt immer fortbewegen muss. Und ich meine, beim Layton war es ja gerade eben so, dass er eben manchmal in einer blöden Position stand, wo sich dann die Maya für ihn bewegen musste. Diese Option habe ich jetzt nicht mehr, weil Layton schon weg ist. Deswegen, ich hoffe, dass die Maya das jetzt alleine schaffen kann. Das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Aber ich hoffe, das kriegt sie jetzt hin. Ja, schwierig nämlich.
Das Timing passt nämlich nicht. Weil jetzt nach rechts darf ich ja nicht. Ne, das Timing passt nicht. Ich hab's beschissen, das geht nicht mehr. Weil das Timing falsch ist. Shit. Nochmal neu starten. Boah, Mann, ey. Okay. Ja, dann mach ich's anders. Ja, okay, es ist nämlich... Ja, okay, jetzt habe ich verstanden. Jetzt habe ich verstanden, wie es geht. Ist sehr kompliziert. Okay. Ich muss erstmal Layton... Was? Ja, ich mach nochmal ganz neu, will ich. Nicht zurück, ich will ganz neu machen. So, ich muss erstmal Layton da rausbekommen. Und das mache ich genauso wie auch gerade eben. Jetzt mal die Maya ein bisschen hin und her bewegen lassen. Jetzt den Layton wieder. Und erstmal hier bringen. Hier ist nämlich der Layton auch safe. Wenn ich ihn hier hin und her bewege, ist er hier safe. Ne, kann ihm nichts passieren. Richtig? Richtig. Okay. So, und jetzt wollen wir die Maya ans Ziel bringen. Aber noch nicht ins Ziel reinlaufen lassen, sondern quasi nur in die Nähe vom Ziel. So. Wie ist jetzt das Timing? Immer noch schlecht. Aber jetzt wird sich einmal der Layton bewegen, um das Timing zu verändern. Jetzt darf die Maya nämlich nach rechts gehen. Jetzt hat sie genügend Zeit. Um da nach oben. Ne, hat sie immer noch nicht, oder? Ne, hat sie nicht. So gar nicht. Hä, what? Okay, ja, dann mach ich's anders. Dann wird sie halt... Na, wenn ich jetzt nach unten gehe? Ne, der läuft da noch weiter. Hä? Ich dachte, ich hätte es verstanden. Aber... Habe ich offenbar doch... Ich muss die Maya wirklich da so unten rumgehen. Das ist ja voll eklig. Ja, shit, das wollte ich nicht. Ja, die Maya muss da wirklich unten rumgehen. Das ist ja komplett eklig, hey. Der Weg, den sie da entlang gehen muss. Eieiei, okay. Dann nochmal jetzt kurz der Layton einmal. So, jetzt geht die Maya hier nach unten und folgt dem Typen da. Wieso darf ich nicht nach rechts? Keine Ahnung. Achso, okay, okay. Ja, genau, weil er keinen Zug verschwendet, weil er da stehen bleibt. Genau so. Okay. Hier unten ist sie erstmal safe. So, ich darf nach oben. Und nochmal. So, hier ist die Maya safe. Deswegen bewegt sie jetzt wieder so in der Layton, bis ich mal eine Lücke finde, die nämlich jetzt ich gefunden habe. Und die Maya ist hier oben in Sicherheit. So, jetzt hat die Maya nämlich hier oben noch zwei Felder, wo sie noch ständig hin und her bewegen kann. Und so dem Layton noch helfen kann, ohne aber, dass sie eben das Feld verlässt. Und das ist wichtig. Okay, ja, ich habe es herausgefunden. So, jetzt noch den Layton nach unten bringen, genauso wie gerade eben eigentlich. So, wie war das jetzt nochmal, ist die Frage. Genau, ich wollte... Ja, genau, ich will ihn da hinbringen, an diesen einen Ort da. Wie komme ich da jetzt nochmal hin? Moment. Wie habe ich das gerade eben nochmal gemacht? So schlecht. Ja, ich glaube, ich brauche die Maya gleich wieder. Ne, das wollte ich nicht. Moment. Wartet. So, jetzt will ich die Maya einmal bewegen. So, und jetzt passt mit dem Layton, ne? Oder? Aber darf ich jetzt nach rechts gehen? Plötzlich nach links meine ich. Darf ich, ne? Ne, darf ich nicht. Hä? Ich bin immer noch zu blöd. Eigentlich dürfte es jetzt einfach werden. Weil den Rest habe ich halt schon tausendmal gemacht. Okay, okay, jetzt erst einmal nach rechts und jetzt nach links. Okay, jetzt habe ich's. So, hier hin? Okay, alles klar. So, jetzt bewegt sich wieder die Maya ein bisschen hin und her. Bis der Layton dem einen folgen kann. Layton ist da. Und Maya ist da. Puh. Bezeugt meine Rätsellösekompetenz. Yay, sehr gut. Wie ein wahrer Gentleman. Nicht ganz einfach, aber ein cooles Rätsel. Vor allem, da man eben diesmal beide hatte und dann immer so das Timing von den Gegnern eben verändern musste. Und sowas liebe ich immer. Das ist richtig cool gemacht, das hat mir sehr gefallen. Gut gemacht. Professor Layton und Maya haben sich zum Ausgang geschlichen. Jetzt flüchte in den Wald. Gut gemacht. Niemand scheint uns mehr zu folgen. Nicht so voreilig, Fräulein Fay. Ich fürchte, wir können das noch nicht mit Gewissheit sagen. Wir sind sicherer, wenn wir weiter vorstoßen. Nun gut, folgen Sie mir. Ja, Herr Layton. Okay, jetzt kommt auch mal kein Rätsel mehr. Ich meine, beim letzten Mal kamen da irgendwie drei Rätsel hintereinander, glaube ich, oder sowas. Jetzt erstmal wieder normales Umsehen. Okay. So, im Rand des Dorfes sind wir, genauer gesagt im Irrwald. Okay, es gibt bestimmt auch neue Story-Dinger und auch neue Gegenstände sogar auch. Und zwar diese komische Glocke, die wir gefunden haben. Das war ja sogar schon im vorletzten Part sogar schon, ich weiß gar nicht mehr genau. Kleine Glocke. Phoenix fand dies, nachdem er die Explosion am Marktplatz untersucht hatte. Die Glocke ist so klein, dass jedermann sie mit sich führen könnte. Kurz darauf wurde sie gestohlen, weshalb niemand den wahren Zweck der kleinen Glocke kennt. Es gibt übrigens noch ziemlich viele Gegenstände, die wir noch bekommen werden, fällt mir gerade auf. Schon irgendwie, ne? Der unbeschriebene, wir können es auch die übrigens ansehen. So ein bisschen.
Aber okay, ich dachte, dass wir jetzt ins Liebermagier auch reingucken könnten. Können wir aber nicht, aber ist in Ordnung. Okay, auf jeden Fall. Geschichte. Drei Sachen gleich. Verbrannt und doch lebendig. Am Marktplatz gab es eine mysteriöse Explosion. Und dann sahen wir noch Frau Dorner, die doch eigentlich als Hexe verurteilt und verbrannt sein sollte. Sie verschwand plötzlich und das ganz ohne Stab oder Zauberformel. Ich weiß nicht genau, was vor sich geht, aber dies könnte unsere erste heiße Spur sein. Das Geheimnis der Feuergrube. Wir gingen zurück zum Gerichtsgebäude. Dieses Mal jedoch schlichen wir hinein, anstatt zu fliehen. Wie komisch das doch, wie komisch das doch klingt. Über einen Geheimgang gelangten wir zu Frau Erlington, die immer noch in Gefangenschaft war. Mit ihrer Hilfe kamen wir schließlich zur Feuergrube. Eine harte Nuss, die Herr Wright und ich da zu knacken haben. Dann Wiedersehen im Wald. Ich erwachte in einem Wald und sah, wie Fräulein Faye von seltsamen, verhüllten Gestalten verfolgt wurde. Ich kam ihr selbstredend zur Hilfe, aber noch können wir uns nicht entspannen. Ist dieser kuriose Wald mitsamt der fremdartigen Flora ein Teil Labyrinthias? Wir sollten auf jeden Fall schnell verschwinden, bevor noch mehr dieser absonderlichen Gestalten erscheinen. Okay, alles klar. Wo darf ich mich jetzt hinbewegen? Ich darf mich weiterbewegen, ja. Ich will mich aber schon natürlich erst nochmal hier umgucken. Weil ich mich ja hier bei dem Screen noch gar nicht geguckt habe. Ich kann kurz gucken, ob es hier versteckte Rätsel vielleicht gibt. Was ist dann das hier? Rammt das Dorf. Warum gibt es da vier Hinweismünzen? Es sind noch immer drei gewesen. Und noch ein verstecktes Rätsel und hier aber keins, aber Hinweismünzen. Da will ich mich trotzdem umgucken. Natürlich. Weil ich die Hinweismünzen finden will. Bei den Pilzen ist nämlich eine. Sehr schön. So. Professor, wussten Sie, dass man nicht alle Pilze essen kann? Das war Mayas Weisheit des Tages. Ja, ach nee. Haha, ganz recht, Fräulein Faye. Der Farbe dieser Pilze nachzuurteilen, sind sie ungenießbar. So, hier ist dann noch eine weitere Hinweismünze. Und. Hier ist noch eine bei der Pflanze da. Hui. Okay, seltsame Pflanzen hier. Gibt's noch was anderes, was Sie noch sagen wollen? Ja, wollen Sie. Hier nämlich. Hier ist eine ganze Menge krummer Bäume. Die sind mir unheimlich, Professor. Sie sind in der Tat ineinander verwachsen, nicht wahr? Hier kommt gar kein Licht mehr durch. So. Und das war's aber offenbar auch schon. Na, halt noch nicht. Hier ist noch was. Diese Gegend ist etwas eintönig. Man könnte sich leicht verlaufen. Bleiben Sie in meiner Nähe. Hm? Ich erkenne diesen Baum. Hier waren wir schon, oder nicht? Alles sieht so gleich aus. Okay. Gut, dann gehen wir weiter. Zu diesem Ort hier, wo wir eben vier Hinweismünzen aus irgendwelchen Gründen und ein verstecktes Rätsel finden könnten. Ruinen am Ende des Weges, der aus dem Wald herausführt. Ein massives grünes Kronendach wölbt sich darüber. Stand eigentlich hier. Ich mal kurz durchlesen. Ein Wald so dicht, dass sich eine unvorsichtige Seele im Handumdrehen verirren kann. Okay, jetzt aber eben hier hin. Zum Rand des Dorfes. Hier sollten wir in Sicherheit sein, Fräulein Faye. Sind Sie verletzt? Nein, alles so gut wie neu. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Sie sehen wieder ganz wie vorher aus, Herr Layton. Nicht so glänzend und viel gesprächiger. Was meinen Sie mit ganz wie vorher? Ach, er hat davon gar keine Erinnerung. Sie wurden in Gold verwandelt, Herr Layton. Jemand hat Sie verzaubert. Verzaubert? Soll ich gewesen sein, sagen Sie? Lassen Sie mich kurz erklären. Erinnern Sie sich an die Hexe, die in der Residenz von Meister der Victoire aufgetaucht ist? Selbstverständlich. Sie sagen, zu diesem Zeitpunkt wurde ich verzaubert? Genau. Sie waren total golden und total glänzend. Total golden und glänzend? Höchst faszinierend. Können Sie sich daran nicht erinnern? Bedauerlicherweise kann ich das nicht. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was genau mit mir geschehen ist. Ich habe das Bewusstsein verloren, als die Hexe aufgetaucht ist. Und als ich wieder zu mir gekommen bin, war ich bereits im Wald. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass diese Statue, die wir da von Layton gesehen haben, dass das gar nicht Layton war. Das war einfach nur halt eine Statue, die aussah wie Layton und halt Gold war. Aber Layton wurde gar nicht in Gold verwandelt. Der wurde nur irgendwie ausgetauscht. Also irgendwie ist er halt verschwunden, weggeschafft wurde er da aus irgendwelchen Gründen. Und dann hat jemand die goldene Statue dahin gezaubert. Warum und weshalb? Keine Ahnung. Aber vielleicht ist das der Grund dafür. Also denken Sie, man hat sie nach dem Prozess hierher getragen? Nach dem Prozess? Das muss heißen... Ja, Sie waren das bedauerliche Opfer von Hexerei, Herr Layton. Was geht hier vor? Fräulein Faye, können Sie mich über die Ereignisse seit meinem Verschwinden aufklären? Was ist mit Luke und Herrn Wright geschehen? Geht es Ihnen gut? Ich weiß, Luke und ich waren auf dem Weg zum Meister der Victoires Residenz. Wir dachten, Herr Wright und Sie sind in Gefahr. Ja, ich denke, es geht Ihnen gut. So viel ist passiert, wo soll ich nur anfangen? So, wird Layton auf den neuesten Stand gebracht? Habe ich richtig gehört? Sie sagen, mein Arm ist abgebrochen? Ja, der rechte Arm, einfach abgebrochen. Und so wurden Sie, Fräulein Faye, der Hexerei bezichtigt. Ja, das ist richtig.
Und dann hat Luke sich seine Augen ausgeheult. Und dann hat der Papagei auf Lukes Kopf ausgesagt. Das muss ein Anblick gewesen sein. Ich muss zugeben, dass ich dies höchst interessant finde. Hm, ich verstehe. Es tut mir leid, Fräulein Fay. Hätte ich meine volle Stärke gehabt, wäre ich eine größere Hilfe gewesen. Blödsinn, Herr Layton. Sie haben mich gerade eben gerettet. Und es war recht knapp. Wenn wir schon beim Thema sind, wieso sind Sie hier im Wald, Fräulein Fay? Das ist eine überaus gute Frage. Nick hat meine Unschuld bewiesen, aber ich wurde trotzdem ins Feuer geworfen. Ihre Unschuld wurde bewiesen, aber Sie sind trotzdem im Feuer gelandet? Egal, so viele seltsame Dinge sind seitdem geschehen. Es hat den Anschein, ja. Aber es ist seltsam. Hinter dem Käfig, in dem ich gefangen war, muss mehr stecken. Irgendein Kniff oder so. Ach, sie kann sich auch nicht erinnern. Ein Kniff? Ja, der Käfig ist durch die Feuergrube gefallen und hing dann direkt über einem Wagen. Der Wagen hat mich dann... Achso, sie weiß doch. Der Wagen hat mich dann hierher gebracht. Es scheint, er steckt hinter der Kammer der Flammen mehr, als ich ursprünglich vermutet hatte. Als ich dann diese Wesen gesehen habe, bin ich weggelaufen. Aber wie sie sehen konnten, haben sie mich gefunden. Ich dachte, das wär's für mich. Und dann bin ich aufgetaucht. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Hm. Stimmt etwas nicht, Fräulein Fay? Ach, ist es Nick. Er macht sich sicher fürchterliche Sorgen. Ich meine, ich wurde direkt vor seinen Augen ins Feuer geworfen. Ja, ich bin auch um Luke besorgt. Allerdings denke ich, Luke und Herr Wright merken sicherlich, dass hier etwas nicht stimmt und lösen das Rätsel. Wir sehen sie bestimmt bald wieder. Genau, sie sind gerade dann nämlich dabei. Ja, Sie haben recht, Herr Layton. Fürs Erste sollten wir diesen Ort so gründlich wie möglich untersuchen. Untersuchen? Ja, dieser Wald scheint einige Geheimnisse zu bergen, die mit vergangenen Geschehnissen verbunden sind. Ich wurde in Gold verwandelt, nur um mich dann hier wiederzufinden. Und dann wurden Sie, Fräulein Fay, mit dem Vorwand verbrannt zu werden, hierher transportiert. Möglicherweise ist dieser Wald... Achso, die wollten... Oh Gott. Die wollten, dass Layton und Maya herkommen. Und eventuell auch noch Phoenix... Ah ja, das kann auch sein, dass die Kutscherin jetzt dann gleich Phoenix und Luke auch noch herbringt. Hm. Oh, oh. Wie konnten Sie uns so schnell finden? Was sollen wir tun, Herr Layton? Hm. Es wirkt so, als hätten Sie auf die Lauer... als hätten Sie auf der Lauer gelegen. Ich fürchte, dieser Auseinandersetzung können wir nicht aus dem Weg gehen. Diese Kerle sehen aus, als würden sie Gewichte heben. Sie wirken viel stärker als die anderen. In der Tat. Überlassen Sie das mir. Jetzt treten Sie zurück, bitte, Fräulein May. Blödsinn, Fräulein May, Fräulein Fay. Zeigen Sie Ihnen, wo es lang geht. Los, Layton. Nun, wieso der ganze Trubel? Oh. Hallöchen. Okay. Ihr hattet einen Auftrag auszuführen, oder etwa nicht? Also, was tut ihr hier? Antwortet. Schatten. Vergebt uns, oh große Hexe. Ja, das dachte ich mir schon. Was? Das ist die Hexe vom letzten Mal. Was macht sie hier? Vor allem große Hexe. Ein prachtvoller Anblick, nicht wahr? Zwei Besucher der Hexenprozesse, ein Opfer und eine Angeklagte. Äußerst seltsam. Wie bitte? Es war eure Schuld, dass ich überhaupt als Hexe angeklagt wurde. Sie lässt sich nichts gefallen, hm? Nur die Ruhe. Ich habe nicht vor, euch beide zu verletzen. Hm. Das ist unser drittes Treffen. Sagt, was habt ihr vor? Das dritte Treffen? Ja, weil in London haben ja Luke und Layton die auch schon getroffen. Was? Herr Layton, Sie treffen sich zum dritten Mal? Ja, ich habe sie zum ersten Mal in London getroffen. Das war noch bevor ich nach Labyrinthia gekommen bin. Ich kann mich erinnern. Genug, trete zurück. Diese zwei sind Gäste. Lasst sie in Ruhe, ist das klar? Stellt sicher, dass alle Schatten diese Nachricht erhalten. Schatten? Sind das diese unheimlichen Leute in den seltsamen Roben? Ja, Gebieterin, wie erwünscht, oh große Hexe. Große Hexe? Die große Hexe. Uiuiui. Es besteht kein Grund zur Sorge. Bleibt ruhig. Ich fürchte, das ist nicht möglich. Nicht solange ihr hier seid. Sagt, was seid ihr? Wisst ihr, soweit ich gehört habe, seid ihr ein Meister im Lösen von Rätseln und Mysterien. Stimmt das nicht? Nun gut, es steht euch frei, den Pugiswald zu untersuchen, wie es euer Herz begehrt. Pugiswald. Die Antworten auf eure Fragen sind hier. Es steht euch frei, sie zu suchen. Und dann plant ihr unsere Festnahme?
Bitte vergebt das Verhalten der Schatten. Sie sind manchmal etwas übereifrig. Sie sind nur ihren Anweisungen gefolgt. Ihre Aufgabe, wie sie es nennen, ist es, alle Besucher dieses Waldes zu Mitgliedern der Schattenfamilie zu machen. Schattenfamilie? Was heißt das? Wie ich sagte, ihr solltet selbst nach den Antworten suchen. Wenn ihr mich nun entschuldigt, ich habe noch eine Verabredung mit einem weiteren Besucher. Einen Besucher? Bis zum nächsten Mal, Professor Herschel Layton. Sie ist verschwunden. Das gefällt mir gar nicht. Also, Herr Layton, die große Hexe, von der Sie geredet haben, Sie müssen sie meinen, oder? Das muss Arcana sein. Die große Hexe Arcana, wenn diese Frau es wirklich war, würde das den Purgiswald zum Zuhause aller Hexen machen? Das wird ja immer seltsamer. Heißt das, diese Schatten, oder wie die heißen, sind Hexen? Das müssen wir herausfinden. Es muss ein wichtiger Hinweis in diesem Wald versteckt sein. Es muss einen Grund geben, wieso dieser Wald vor allen Bürgern Labyrinthias geheim gehalten wird. Ich wundere mich auch, wieso diese große Hexe uns gestattet, hier frei herumzulaufen. Es ist beunruhigend. Naja, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Naja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir nehmen ihr Angebot an und sehen uns hier um. So können wir einen Haufen Hinweise finden, bis wir Nick wiederfinden. Und da wir zusammenarbeiten werden, kann ich ihr Ersatz-Luke sein. Gut mitgedacht, Professor. Wie war das? Sehr treffend. Vielen Dank, Fräulein Fay. Nun gut, beginnen wir mit unserer Untersuchung. Ja, gehen wir, Professor. Okay, Schattendorf Osten. Oh, und? Aha, okay, wir haben... Oh. Vielleicht mehrere Sachen gelöst? Warum denn der Schöpfer? Sophies Vater, der Schöpfer, der die Geschichte schreibt, die das Leben aller in Labyrinth hier bestimmt, sieht die Präsenz des Professors als eine Verfälschung seiner Geschichte an. Der Schöpfer hat mich offenbar aus seiner Geschichte verbannt. Wo soll diese Erzählung hinführen? Ach so, er hat ihn aus... Aha. Ja, aber das ist doch noch lang nicht gelöst. Es gibt noch so viele Fragen, die ich zum Schöpfer habe. Das ist doch noch bei weitem nicht gelöst hier. Oder? Ich check doch noch gar nichts über den. Ja, aber gut, das gilt für viele andere auch. Dass Gloria schon gelöst ist, wundert mich ja auch, weil die hat ja auch noch irgendwie Dreck am Stecken. Also mehr, als wir eh schon denken. Aber na gut. So, das hier, Goldner, das ist gelöst, ja. Goldner Layton. Erstmal niemand Geringeres als der scheinbar in Golf verwandelte Professor, der Maya aus ihrer misslichen Lage rettete. Er war nach der Konfrontation mit der großen Hexe bewusstlos. Eine Goldstatue meiner Wenigkeit, diese würde ich nur zu gern mit eigenen Augen sehen. Ja, obwohl, ganz geklärt ist es ja auch noch nicht. Weil, wie gesagt, meine Vermutung ist eigentlich, dass diese Goldstatue gar nicht Layton selbst war. Das war einfach nur eine Statue, die jemand angefertigt hat. Aber es könnte halt doch sein, dass es schon so ist, dass Layton wirklich in Gold verwandelt wurde und während er eine Statue war, hat er halt nichts mitbekommen. Und da die Erinnerungen verloren. Das kann schon auch sein. Also irgendwie haben wir angeblich diese Mysterien geklärt, aber ich habe da noch voll viele Fragen. Naja. So, hier ist es irgendwo ein verstecktes Rätsel. Deswegen suchen wir erstmal das, bevor ich dann mit dem Kollegen hier rede. Und natürlich will ich die 4 Hinweismünzen finden. Warum auch immer es jetzt 4 sind. Sind die einfach in den ganzen Krügen? Ist ein bisschen einfallslos irgendwie. Ne, nicht alle, aber 3 immerhin. Wo ist es? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die 4. an einem besonderen Ort ist. Weiß auch nicht. Wir können uns mal den Baum angucken. Die Äste von diesem Baum sehen aus wie die Kuppel über einem Fußballstadion ohne das Stadion. In der Tat. Und diese Anordnung von Ästen ist völlig natürlich entstanden. Wirklich beachtlich. Okay, hier ist sie noch. Ja, fast. In Wirklichkeit besteht dieser Baum aus 2 Bäumen, die ineinander verwachsen sind. Faszinierend. Das ist der Stamm. Nein, das ist ein Ast oder eine Wurzel. Der Baum ist doof. Gehen wir. Ach, Maya. So, hier ist, warum ist das auch immer hier 4 gab, verstehe ich nicht ganz, aber gut. Dann ist eventuell hier das Rätsel, würde ich mal schätzen. Oder vielleicht auch, ah ne, da ist es, okay, alles klar. Wissen Sie, Professor, ich habe nachgedacht. Sie sagten, dass Sie im Wald aufgewacht sind, ja? Die Schatten waren sofort hinter mir her, als ich hier angekommen bin. Aber Sie haben sie nie verfolgt, wie kommt das? Das ist richtig. Ich entsinne mich, in einer Art Zelle zu mir gekommen zu sein. Haben Sie gerade Zelle gesagt? Wie sind Sie entkommen? Das ist mir auch neu. Glücklicherweise war es keine Zelle mit Metallstäben in den Türen, Fräulein Fay. Sehen Sie sich dort drüben um. Können Sie den Eingang sehen, der mit Reben übersät ist? Ah, ich verstehe. Ach so. Also haben Sie sich den Weg in die Freiheit erkämpft? Ich will nicht gerade sagen, dass ich gekämpft habe. Es war nur ein einziger Schnitt vonnöten, um meinen Weg frei zu machen. Ich führe es Ihnen vor. Okay, und diesen Schnitt muss ich jetzt nachmachen. Alles klar. Oh Gott.
Okay, Rätsel 52, Reben weben. Was für ein cooler Titel. Für 25 Pikarat, also dürfte relativ einfach werden, hoffe ich zumindest. Einige Reben sind zu einem dichten Zaun verwachsen und blockieren den Weg des Professors. Um den Weg wieder frei zu machen, muss nur eine einzige Rebe durchtrennt werden. Welche Rebe musst du durchtrennen? Aha. Ist das so? Nur eine einzige? Oh Gott. Ja, weil die dann nämlich alle so in sich zusammenfallen oder sowas. Das ist schwierig. Ich muss mal trotzdem mal kurz durchlesen. Um den Weg wieder freizumachen, muss nur eine einzige Rebe durchtrennt werden. Eieiei. So, ich mache mal Notizen am besten, deswegen wechsle ich wieder. Um mit euch gemeinsam mir das auf dem Touchscreen ansehen zu können. So. Wenn wir mal annehmen, dass wir diese Rebe hier wegmachen. Dann, ich meine, das ist eh ein bisschen komisch, weil bei der Rebe sind einfach, ist die halt hier so verbunden irgendwie. Dann fällt halt quasi, wenn ich jetzt hier durchschneide, dann fällt halt quasi das hier so irgendwie weg, aber der Rest ist immer noch miteinander verbunden alles. Und dann, ich weiß nicht genau, ob das dann schon zählt, dann wäre halt, jetzt hier dann so eine Lücke entstanden. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das die Lösung ist, dass dann Layton sich da irgendwie durchquetscht. Ich glaube, es ist so, dass es dann wirklich alles in sich zusammenfällt oder irgendwie sowas. Das glaube ich, eher. Deswegen schätze ich mal nicht, dass das hier die richtige Antwort ist. Nach derselben Argumentation würde ich auch nicht behaupten, dass das hier die richtige Antwort ist. Weil hier nämlich einfach die Äste hier so zusammenhängen, quasi. Und wenn ich jetzt da durchschneide, dann bedeutet es eben nur, dass halt dann diese Äste hier wegfallen, da habe ich hier so eine kleine Lücke. Aber der Rest ist immer noch alles zusammenhängend. Deswegen, diese Rebe bringt auch nicht arg viel. Ich muss also irgendwie eine Rebe finden, die eine sehr, sehr tragende Entscheidung, oder, ja, nee, tragende Entscheidung ist das falsche Wort, aber halt hier eine tragende Bedeutung quasi halt hat und mit der irgendwie halt alles so ein bisschen zusammenhängt. Und das wäre zum Beispiel die hier eher, würde ich behaupten. Auch am ehesten von den allen, ja, weil wenn ich die wieder durchschneide, da ist auch wieder nur dieser kleine Ast damit verbunden, nur dieser Abschnitt hier und der Rest ist dann ganz normal. Der Rest passt alles. Und auch bei dieser Rebe hier, da ist nämlich auch noch der Teil damit verbunden. Und deswegen, nach Ausschlussverfahren muss eigentlich schon die hier sein. Wir können es aber jetzt mal noch kurz angucken, warum es denn jetzt genau diese ist. Bei der ist es nämlich so, da ist nämlich viel mehr damit verbunden. Wir können nämlich sehen, wenn wir mal die Äste hier verfolgen, dann ist dieses ganze Astzeug hier damit verbunden. Ah, guck mal. Hier so nämlich. Aha. Das hier ist alles miteinander verbunden. Und wenn ich da jetzt einmal irgendwo durchschneide, dann löst sich das alles komplett auf und ich habe hier einen großen Durchgang. Und das ist auch schon die Lösung. Also das hier. Ich wechsle wieder kurz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das hier sein dürfte. Denn wie gesagt, da hängt wirklich alles miteinander zusammen. Und dann habe ich da einen freien Weg. Einen sehr großen freien Weg, wohlgemerkt. Ja, yep, das will ich auf jeden Fall durchschneiden. Das nehmen wir. Bezeugt meine Rätsellösekompetenz. Sehr gut. Die Freuden des Rätsellösens. Mhm, allerdings. Großartig. Das Durchtrennen der Rebe hat einen Durchgang geschaffen. Also dann, wollen wir weiter? Ja, yep, das wollen wir. Ja, Sie haben den Reben gezeigt, wer die hier die Hosen anhat, Professor. Ein einziger präziser Schnitt bewirkt weit mehr, als wild herumzuschneiden. Nachdem ich mich befreit hatte, begann ich, den Wald zu durchsuchen. Kurz darauf habe ich jemanden schreien hören. Ah, ja, Sie meinen mich? Richtig, Fräulein Faye. Ich bin froh, dass es Ihnen gut geht. Mir geht es richtig gut, werter Herr. Ich nehme an, Sie sind hier im Wald noch mitten in Ihren Untersuchungen. Es scheint so. Wollen wir weiter? Ja, jetzt geht's los. Ich werde diese Rätsel mit der Kraft meines Verstandes zur Schnecke machen. Okay, Maya. Ein bisschen sehr übermotiviert vielleicht, aber na gut. Ich kann mir sogar nochmal durchlesen hier. Oder angucken nochmal, okay. Wissen Sie, jetzt wo Sie diese Reben hier abgeschnitten haben, sieht es gar nicht mehr wie eine Zelle aus. Es wirkt mehr wie eine Abstellkammer oder sowas. Hier scheinen einige Vasen und Ornamente verteilt zu sein. Ich frage mich, wozu sie benutzt werden. Hey, sehen Sie sich das Ding hier an, das aussieht wie eine Katze. Ich wette, das würde Luke und Sophie gefallen. Nehmen wir es für Sie mit. Es ist wie ein kleines Andenken aus dem Purgiswald, nachdem Sie nicht mitkommen konnten. Ich habe das Gefühl, die Schatten würden uns folgen, wenn wir es mitnehmen. Das ist jetzt. Warum gab es jetzt nochmal so ein Gespräch? Ich dachte jetzt vielleicht sogar, dass ich hier einen neuen Gegenstand gewinnen könnte. Aber irgendwie nicht. Ich will es nochmal kurz durchlesen. Sagen die jetzt nochmal was anderes?
Moment. So. Aber warum hat es das Maya extra gesagt? Nee, ist dasselbe nochmal. Hm. Sehr interessant. Aber gut, wollt ihr noch zu irgendwas anderem was sagen? Hier zum Beispiel noch, genau. Ich frage mich, ob diese Krüge in einer Zeremonie benutzt wurden. Sie sind jedenfalls sehr alt. Sie wollen sicher diese Relikte untersuchen, nicht wahr, Professor? Ja, das interessiert mich bestimmt sehr. Aber ansonsten ist hier erstmal nichts mehr. Und mit dem Typen reden wir erstmal... Nee, halt, gar nicht wahr. Ja, okay, das halt wieder, kennen wir ja schon. Mit dem Typen reden wir erstmal nächstes Mal. Genau. Denn ich würde erstmal sagen, Leute, das war's hier für diesen Part von Let's Play Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. Beim nächsten Mal wird's dann hier im Purgiswald weitergehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich den aussprechen soll. Purgiswald oder Purgiswald? Also eher so ein langes I oder so ein kurzes I. Ich glaube, ich sage eher Purgiswald, oder? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Das soll auf jeden Fall beim nächsten Mal weitergehen hier. Wenn wir dann mit dem Typen hier reden, vielleicht hat der dieser Schatten hier auch für uns ein Rätsel. Und was wir noch so alles dann hier herausfinden werden und wann wir wieder auf Luke und auf Phoenix treffen werden, da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt. Und auf jeden Fall würde ich mich dann auch noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.